Das US-Repräsentantenhaus hat finanzielle Hilfe für Israel in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten billigten einen Gesetzesentwurf, der weitere Unterstützung für die Ukraine, Taiwan und die Grenze zu Mexiko streichen will. Auch die Hilfen für Israel sind demnach an Bedingungen geknüpft. Das Weiße Haus hatte bereits zuvor das Veto des Präsidenten im von Demokraten dominierten Senat angekündigt. The whole idea of an urgent supplemental is you're submitting what you think are urgent requests, and the president wants to see all of them honored, all of them acted on by Congress, all of them together. We wouldn't have submitted it that way if we didn't believe that they all weren't important and should be acted on together. Zuvor hatte Biden zu humanitären Pausen im Krieg zwischen Israel und der Hamas aufgerufen, mit dem Ziel, den Menschen im Gazastreifen Hilfe zukommen zu lassen. Das Thema hatte auf einer Spendenveranstaltung in Minnesota für Aufregung gesorgt. Die humanitäre Lage im Nahen Osten ist Gegenstand von Gesprächen zwischen Antony Blinken und israelischen Ministern. Der US-Außenminister ist bereits nach Tel Aviv gereist.